Wenn du alles Unmögliche ausgeschlossen hast, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, wie unglaublich diese auch erscheinen mag. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Untersuchung der Sophienheilstätte. Wie ihr seht, es ist helllichter Tag, es ist jetzt so ungefähr 14 bis 15 Uhr. Und heute haben wir uns vorgenommen, das kleine Nebengebäude, was dazugehört, abzugehen. Das war so eine Art Wirtschaftsgebäude. Und da waren hauptsächlich die Hausmeister und andere Bedienstete untergebracht und wahrscheinlich auch Lager, wenn man so sieht, ziemlich auch Maschinenbereiche. Wir erwarten jetzt hier nicht allzu viel. Kann sein, dass es also auch wirklich relativ schnell geht heute mal. Aber wir schauen hinterher, natürlich versuchen wir hier rauszuholen, was geht. Ne, Jan? Ja, es ist doch relativ geläufig hier. Man weiß nicht, ob man überall hinkommt, weil es gibt schon einige Brandschäden und auch einige eingestürzte Bereiche hier. Deswegen mal gucken, wie viel man hiervon wirklich verwerten kann. Aber wir versuchen das Beste. Natürlich. Alles klar, na dann viel Spaß, ne? Ja. So, das ist wie gesagt das kleine Nebengebäude aus der Nähe bei Tag. So, der Jan ist hier schon drin und macht mit dem RAM Master Grundmessung. Ich habe wie immer das Thermal dabei, die Gestalt, die gerade sehen, einfach die Reflexion. Wie ihr hört, Bei die Wand. vielleicht ist genau, ist er zu nah an der Hand gewesen. So, das, was warm ist, gerade zu sehen, das waren unsere Gegenstände, die wir von draußen reingebracht haben. Die sind natürlich wärmer durchs Laufen der Sonne als die Umgebung. Und dieser erste Raum, den wir jetzt hier reinkommen, die Gardine ist natürlich unten, hier ist alles unten. Was steht da? Sauerstoff Okay. oben anscheinend und das sind die so Ja, die die Schlüssel. Schlüsselbrett, würde ich mal sagen, ne? Ja, Sauerstoff ist bestimmt da nachhinein einfach draufgeschrieben worden. Naja. Vielleicht höre irgendwie ein Rätsel von, wie heißen sie denn? Geocachern. Hat auch einer versucht, da durchzutreten, ne? Irgendwie ist überall ein Weg. Okay. Ja, hier ist unsere kleine Basis heute. Der Eigentümer konnte es jetzt auch nicht ganz genau sagen, wofür diese Räumlichkeiten waren. Er wusste halt nur, dass es halt auch Wirtschaftsgebäude sind. Aber jetzt so den genauen Aufbau hat er uns jetzt auch nicht erklärt. Da ist ein Sicherungskasten. Ah, du bist komisch. Die Sitzmatratze geben wir jetzt nicht. Ja, wir glauben, dass wir da bei der Tür noch auf einen anderen Weg hinkommen. Und So. hier ist wieder eingestürzt. Und egal, wo man ist, es liegen halt immer irgendwelche Mitbringsel von Leuten. Ja, hier ist ein Dachstuhl, der durch einen Brand eingestürzt ist. Hier gegenüber ist auch ein Haus mal gewesen. Das ist anscheinend vollkommen niedergebrannt. Das hat man abgerissen. Wahrscheinlich sind das hier Reste sozusagen davon. Von dem Feuer, das übergeschlagen ist, ne? Mal einen Blick rein. Hier Ach. ist ein Bad. Jan, ich würde mal kurz hier durchgehen, oder wolltest du erst dahin? Achso, ich mach's erst so rum. Okay, hier ist Ja. doch nichts. Hier ist nur ein Raum. Hier. Ja, das sieht man auch. Duschen. Das ist wirklich auch wirklich eng bemessen, das war wirklich noch funktional. Ne? Ja, kleine Duschkabine oder Toilettenkabine. Wahrscheinlich so Toilette, oder? Ich weiß nicht. Nee, Duschen, Das eindeutig. waren Duschen. Das Also ist eine Dusche, vielleicht eine Toilette. Hier ist eine Toilette, glaube ich, gewesen. okay. Ja. Ja. Hier Da riecht es sieht man auch immer noch noch verbrannt. Brandschaden, da gehen wir jetzt noch nicht zu tief rein. Hier riecht es halt immer noch verbrannt, ne? Ja, klar. Das hast So, du ja. hier sieht es relativ gut aus, hier kommst du wahrscheinlich. Ja, nicht wundern, draußen stürmt es. Oha. Ja. Lager Nummer 2. Guck mal, das siehst du auch hier draußen von dem Gebäude, dass hier schon Stellräder sind. Hier wurde mal was gesteuert. Da an den Wänden drinnen. Ja, klar. Das könnte sein für den Lastenkran, der hier draußen Wartung macht. Genau. Na gut, lässt sich jetzt nicht mehr nachvollziehen, ne? Das ist ein Trichter gewesen.
Da kam was raus, könnte vielleicht Kohle oder sowas gewesen sein. Wahrscheinlich, die haben ja hier geheizt. Wahrscheinlich war wirklich das hinten so ein Kohleaufzug gewesen, das wurde hochgemacht und hier konnten die Leute das dann mit den Rädern abfüllen sozusagen. Dann ist hier bestimmt auch irgendwo eine Heizungsverbindung, ne? Stufe? Ja. Ich stolper. Wow. Ich mache mal schon den Blick hoch. Ja, auch ganz schön zugemüllt hier. Ne? Da oben ist auf jeden Fall ein, hier war ein Lasten. Ja, da drüben ist der Aufzug. Man hatte vielleicht dann die Kohlen da hochgebracht und rübergeschüttet für auf den. Ach, nee, da tut mir leid. Nee, brauchst du nicht. Bleiben. Brauchst du nicht, Jan. Man sieht aber auch, guck mal, wenn du hochguckst, auch das Dach hier hat ganz schön Brandschaden abgekriegt. Zumindest der Ruß ist bis hochgedrungen. Aber das muss alles danach reingeballert worden sein, weil das natürlich alles nicht. Nee. Aber hier ist, aber ist das eine Art Ofen gewesen oder du hast hier so Stellhebel? Nee, geht ja gar nicht nach innen. Nee. Was? So, hier ist es auch egal. Achso, hier. Aber jetzt muss ich doch mal glatt gucken. Entschuldigung. Aber das war jetzt nicht irgendwie so ein Verbrennding, ne? Ich weiß nicht, es sieht. Das war jetzt ein Krematorium, oder? Ich bin mir nicht sicher, das sieht seltsam aus. Das hier könnte eine Luftöffnung sein, damit die Luft ins Gerät reinzieht. Was reinbringt, glaube ich nicht. Dafür ist es zu eng. Du kannst nämlich hier, wenn ich hier nämlich hier ist ein Rohr. Und du konntest halt zumachen. Ey, ohne Witz, Jan, ist das vielleicht Asche? Dass hier die Asche rauskam? Ja, weil das kann sein. Aber guck mal, das, die Luken hier. Das wird doch nicht so ein Krematorium gewesen sein, oder? Vielleicht doch. Wie gesagt, die waren autark, das heißt ja, irgendwie müssen sie auch mit Leichen irgendwo hin, ne? Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, allein schon, weil die ja sehr ansteckend da, die Krankheit, ne? Köpfinfektion und so, oder? Ich glaube, verbrannt haben sie es vielleicht schon. Da passt auch kein Mensch rein, oder? Ja, zerstückelt, ne? Ja, du musst ja nur starke Not drücken. Ich meine, wenn die keine Leichenstarre hatten, konntest du da reindrücken. Also auf jeden Fall war das zur Verbrennung gedacht, da bin ich mir sicher. Allerdings habe ich davon auch nichts gelesen, auch. Aber wer weiß. Keine Ahnung. Vom Aufbau her würde ich aber jetzt auch nicht sagen, dass es ein klassischer Ofen ist. Wisst ihr, was das ist? Könnte es wirklich ein Krematorium gewesen sein? Im Gebäude? Guck mal, ein alter, richtig dicker Rechner. Man konnte auf jeden Fall hier ganz viele Luken auf und zu machen. Ich glaube, die oben sind wirklich, glaube ich, Sauerstoffzufuhr. Also es ist schon auffällig, wenn das Asche ist, wird hier definitiv drin was verbrannt. Könnte aber auch sein. Das ist vielleicht aber auch Asche von Brand. Nee, pass auf, könnte sein, dass das ja nicht so für die Leichen waren, in Anführungszeichen, sondern für die benutzten Kittel, die halt zu kontaminiert waren, dass man die hier reingeballert hat. Ja. Oder vielleicht auch Bettlagen, alles, was genau, irgendwie alles, was zu viel halt infiziert war. Zu viel infiziert war, richtig. Dass man die dann hier verbrannt hat. Ist auch so, das wird auch gut passen. Wenn ich da eine Krematorium baue, dann mache ich es ja eigentlich so, dass der Mensch längs reinpasst. Ne? Naja, ich glaube, das waren einfach nur Sachen, wo man einfach verbrennen konnte, was stark kontaminiert war. Aber musst du auch mal überlegen, guck mal, wie groß der ist. Der ist ja so 2x2 Meter ungefähr. Naja, 2x1,50. Da hast du aber schon ordentlich was zu verbrennen gehabt anscheinend. Klar, bei 1000 Leuten, ne? Ja. Ich weiß ja nicht, wie das so aussah. Haben die da vielleicht ihre eigenen... Von diesem Gebäude hier gibt es keine Videos oder Bilder, die ich gefunden hätte. Könnte ja wirklich sein, dass die irgendwie gesagt haben, okay, ja, wir haben jetzt hier für unsere Patienten für die 2 Wochen zweimal komplette Montur. Und nach der einen Woche wird die direkt verbrannt und dann die zweite Woche dann direkt wieder. Also, dass die quasi dann nicht nochmal gewaschen wird. Weil, keine Ahnung. Also, vielleicht wisst ihr das. Es kann auch sein, dass wir ja Quatsch erzählen. Schreibt uns ruhig mal in die Kommentare rein. Wir lassen uns natürlich auch gerne belehren. Wir spekulieren hier ja nur. Wir haben wirklich nicht eine richtige Ahnung. Das sind nur Ideen. So, da wird es auch rein. Lass mich mal gucken, ob... Da dürfte nichts mehr runterkommen, aber ob wir da rein wollen. Ich mach mal bloß einen kurzen Blick. Ich glaube, du brauchst einen Blick. Rechts sind Nägel. Ja, ich würde so sagen. Nee, alles gut. Aber danke. So. Oh, okay. Lohnt sich doch noch zu kommen, Jan. Entschuldigung. Okay. Ja.
Das hier alle. Alle Ziegel. Oh ja, und sieht auch aus, als wie das für Aufbewahrung. Hier ist natürlich alles zugemüllt, ne? Oh, das ist ja ein Nacktkäfig. Ja, ja, die sind. Das ist, glaube ich, richtig, ehrlich mal. Da oben waren noch mal Fenster drin. Also sind noch drin, aber Benutzer aber zu gemacht. Also ganz leichte Ausschläge haben wir hier. Mhm. Man hört die auch ganz gut, denke ich. Aber hier. Zu nah dran warst du nicht, würde ich sagen. Nee, ich war hier. Ja, wie gesagt, man sieht hier, wurde ja einiges. Die waren mal zusammengestimmt da. Wie kann man hier bitte den Verpackungsrest mal einfach reinballern? Sind die eigentlich alle bescheuert? Vielleicht haben das aber auch die Betreiber gemacht, die es damals abgerissen haben. Gesagt, ja, da knallen wir den ganzen Müll erstmal rein, wir können es ja später zur Deponie krachen. Weiß ich jetzt nicht. Ja, aber ist doch Quatsch. Okay, wir können, glaube ich, wieder, oder? Ich werde einmal kurz hier nochmal abschreiben. Natürlich, aber geh nicht zu weit rein. Nein, nein. Da ist doch sehr viel Unrat. Das muss ich schon mal nicht sagen, mein Guter. Ah, da war gar keine Spritze, das ist auch eine Spritze. Einfach nur so ein Kanülending. Das ist Farbe. Nein, ich bin auf was Weiches getreten. Gut, dann kommen wir theoretisch wieder raus, ne? Genau. Ja, ja. Klo wahrscheinlich. Ja, der Raum, was der selber war. Kann man schwer sagen, war eine Elektroleitung. Halterung sieht man. Also es könnte hier wahrscheinlich auch oft Brandgefahr geben. Ich sehe hier überall Feuerlöscherhalter. Ja, guck mal hier, ich hab dir gesagt, das sind keine Löschen, das sind alles Schaltknöpfe. Echt? Wow. Huch. Das ist alles da. Ja, wow, eine komplette Steuereinheit sozusagen. Schalter, Einspeisung, oh, cool. Zack. Dann hast du hier die ganzen Küche. Das ist natürlich spannend. Und guck mal, die sehen ja auch noch ziemlich gut aus sogar, ne? Hier Wohnhaus. Die hatten hier den ganzen Stromanschluss. Das heißt, es könnte doch sein, dass die einen Kohlegenerator hatten. Ja, das war sehr wahrscheinlich. Kennt ihr ja das tatsächlich? Ja. Wow. Widerstände. Wasserleitung. Blitzschutz, Messschutz. Also konntest du von hier wahrscheinlich die Sophienherstätte betreiben, in Anführungszeichen. Ja, schätze ich auch. Hier die ganze Starkstromkabel. Ja, du siehst auch, hier sind alles über ganz viele Sicherungen. Du hast ja meist doppelt gesichert. Du hast ja einmal am Hauptschalter meistens und Nebenschalter. Allerdings, was das da unten rechts für Dinger sind, weiß ich nicht. Das habe ich schon nie gesehen. Was denn? In den Schrank da rechts unten. Da, ach so. Ja. Das weiß ich nicht. Ist das nicht die Erdung hier oben? Das linke ist die Erdung. Braun. Ja, hier. Braun ist Minus, Schwarz ist Plus meistens oder umgekehrt. Yeah. Aber ich weiß nicht, das ist wie eine Art, guck mal, das ist eine Art Verteilerleitung anscheinend. Das ist eine Hauptleitung, schätze ich mal, die ins Gebäude rüberführt. Von denen aus dann dort vor Ort alles verteilt wurde. Das sind die Verteiler sind. Das sah mir aus wie ein Dings hier, wie eine Sicherung drin. Ich weiß noch nicht, halt, was diese schwarzen, dicken, ja, ich weiß ja nicht, was ist, das kann ich nicht benennen. Keine Ahnung, eventuell, oh, vielleicht hat man die Spannung geändert, weiß ich nicht, eigentlich nicht. Ja, dann Quatsch. Keine Ahnung. Da habe ich wirklich keine Ahnung von. Nee. Also wie gesagt, das ist auch ziemlich cool hier irgendwie. Und hier ist dann, glaube ich, auch gut zu sein. Okay, dann auch hoch würde ich, glaube ich, nicht mehr wollen, oder? Nee, der Treppe traue ich nicht. Also, nee, die Treppe gehe ich nicht hoch. Der traue ich nicht. Hier rechts sieht man halt durch den Brandschaden alles eingestürzt. Der komplette Raum hier ist auch dahin. Aber hier ist nochmal ein kühler Bereich. Hier sieht es noch relativ gut aus, aber hier ist so eine Einfahrnische, aber das ist nur für einen Kabelgang anscheinend. Das sieht man, dass die Kabel da langlaufen. Oder lang liefen, das was noch da ist. Boah, steht das hier drin. Ja, das ist die ganze Tapete hier vermodert. Ja. Also da oben sieht man noch nichts mehr. Nee. Da müssen wir wahrscheinlich mal hier hoch auf das ganze Geschirr. Aber das passiert, da kannst du dann lang und dann. Aber ja, deswegen. Das ist schon alles vermodert. Ja, und durch Brand bestimmt auch noch beschädigt.
Für euch nochmal ein kleiner Thermalblick. Wie gesagt, schaut da mal ein Auge drauf. Jetzt gucken wir mal, ob wir in die anderen Bereiche kommen. Ja, da ist dieser Aufzug wahrscheinlich für die Kohlen, schätzen wir. Ja, da seht ihr von außen, das ist dieser gebrannte, eingestürzte Bereich. So, und da ist dann die Sophienheilstätte. Hier ist nochmal offen, okay, aber die Sophienheilstätte ist das gegenüber. Und die wurde wohl wirklich schon in diesem Versorgungsgebäude betrieben. Wir sind zwar legal hier, aber man kommt halt hier nicht überall rein. Keine Ahnung, wie der Weg mal war und wofür. Das Nest. Also, wir haben jetzt einen weiteren Raum hier von außen. Der ist aber an allen Seiten zu. Da ist Styropor, oder das reingeht. Richtig. Wahrscheinlich war das mal ein Lager, also auf jeden Fall war da mal Licht. Aber ein einzelner Raum kann eigentlich nur ein Lager sein meistens. So, da ist jetzt das Objekt der Begierde. Ein offenes Fenster. Da werden wir gleich reinspazieren. Da vorne hat Ecki gerade geschaut. Da geht's nicht rein, da ist einfach nur ein Lager. Und gucken, dass wir gleich irgendwie da reinkommen. Und wir zeigen euch dann gleich, wie es da drin aussieht. Ne? Ansonsten, hier ist nochmal das Gebäude. Hier war der alte, wenn man ankommen, Platz mit wahrscheinlich Parkmöglichkeit. Und Busrondell, da ist noch das alte Bushäuschen, war da. Das dürfte schon in der anderen Videos gezeigt worden sein. Hier hinten sind die vermieteten Garagen. Da ist auch ein vermietetes Haus, was anscheinend nicht mehr dazugehört. Da wird gearbeitet. Das sind zwei flotten Herren von der GWS. Wir entrümpeln jetzt hier. Dafür zahlen wir sogar Geld. Wir sind dumm. Wir zahlen Geld dafür, entrümpeln können. Ja. So, lass du das mal rüber. Ich geh vor. Du machst den Weg nach hinten auf den Berg, wo Jan ist. Jan, du machst Platz. Ja, ich gehe einen Schritt nach hier, ja. Dann lass mal einfach da fallen. So, passt das. Dann mal lunkern. Jetzt gut, ich geh zuerst. Ich bin allein. Ja, aber ich bin der Verrückteste. Oh, oh. Stopp. Das hält nicht. Das wird nicht halten. Da müssen wir noch eine zweite drüber machen. Das ist halt kein, das ist halt eine Pressscheißpappe, siehst du in der Mitte. Ja, ja, ich hab schon gesehen. Das ist keine richtige Holztür. Ich nehme jetzt mal rein und guck, dass wir was finden, was wir rausholen können. Okay. Ich nehme nur kurz rüber, sonst komme ich nicht rein, wenn das Ding wegliegt. Lass hier unten stehen, dann machen wir noch eine zweite drauf. Ja, ich suche mir eine. Ansonsten nimm einfach alle, nimm mal die beiden Dings noch. So, nach viel Bastelarbeit haben wir jetzt den Zugang in den zweiten Bereich gefunden. Da gibt es leider keinen richtigen offiziellen Zugang. Der Jan hat immer kleine Reaktionen. Das ist so winzig. So winzig. Ja, ja, das ist weniger als 1,5 Milligauss. Hier ist die andere Seite übrigens von dem Generatorraum. Ja. Da laufen, guck mal, da liefen schon die Dings durch. Da. Ja, da wurden die Kabel durchgelegt. Hier nochmal ein Schaltkasten extra. Also in erste Geschoss kommen wir nicht. Nee, das ist klar.
Da sehe ich nämlich die Treppe hochgang hier. Das kannst du nur von draußen. Hier kommt man auch rein. Also der Raum ist gut. Während die das, wenn ich das abchecken, zeige ich schon mal den kleinen Raum hier. Ja, richtig erkannt, die Treppe ist draußen irgendwo. Die sieht man gar nicht von draußen. Die ist vielleicht sogar von dem Innenbereich. So, wie man hier sieht, alte Baderäume. Das bin ich. Hi. Eine kleine Dusche. Nur ein kleiner Baderaum hier. Ich sag, die Treppe, die geht da hoch. Ja, ja, aber nur von wo? Von draußen? Auch. Ich habe die von draußen nicht gesehen, aber ich habe auch nicht so genau darauf geachtet. Ja, warte, wir gucken uns erstmal hier alles an. Ganz in Ruhe. Ganz chillig. Wir haben Zeit. Nein, das ist, die ist zu. Ja, hier ist auch noch einer der Wirtschaftsräume. Aber auch so sehr entkernt und leer. Hier wurden mal Glasscheiben gelagert. Vielleicht war das auch mal ein kleiner Lagerraum, schwer zu sagen. Allerdings wäre dann dieser Schrank nicht ganz so typisch. Große Stufe, ja, ist ein guter Hinweis, die ist nämlich ganz schön hoch. Ja, hier. Da führte mal eine Tür irgendwo hin. Da ist aber so viel Bauschutt davor, wenn wir jetzt nicht mit Schaufeln und so arbeiten und was wir nicht machen werden. Kommen wir hier rein? Oh, wir kommen rein. So. Sieht nicht schick aus hier. Ja, wie gesagt, die Räume sind so entkernt. Schwer die Funktion im Nachhinein zu erkennen. Muss auch aufpassen. Wenn man echt hochkommen sollte, anscheinend kommen wir nicht hoch, aber die Decke ist großteils eingestürzt. Ja, hier hatten wir vor uns noch diesen Durchbruch gehabt, da gehen wir jetzt mal rein. Der ist natürlich von irgendwem später nachgemacht worden. Ein Spinner hat da reingetreten. Wow. Hier ist alles so zugenagelt, ist natürlich extrem dunkel. Oh, hier hat er den Stuhl clever gestellt, weil hier ist eine Luke, die nach unten führt. Hier war auch mal eine ganz alte kleine Heizung. Ein Kittel. Ja gut, früher hatten ja auch die Hausmeister so manchmal Kittel gehabt. So, die Tür ist zu. Logischerweise, weil wir waren ja außen schon. Das ist echt genau. Vorsicht, Leute, der Raum wird eklig. So. Ja, da ist vergessen. Das schwarze Schimmel überall. Da ist überall. Das war ja mein Lager gewesen. Man sieht noch hier Teile von den kleinen Unterlegscheiben. Das war tatsächlich mein kleines Materiallager. Auch hier noch so ein altes Werkzeug, um große Schrauben und Muttern aus dem Boden zu drehen. Ja, da sind wir hier eigentlich schon durch, ne? Da hier nicht besonders viel los ist in diesem kleinen Wirtschaftsgebäude bisher, versuchen wir mal, ob wir vielleicht eine Stimme aufnehmen können. Audio-Recorder, stellen wir ein paar Fragen. Ja, stell mich nochmal vor, mein Name ist Edgar Daust. Wie heißt du? Okay, ich stopp mal. Fühlst du es an, als wäre da nichts? Gut, hör mal kurz rein. Da hier nicht besonders viel los ist in diesem kleinen Wirtschaftsgebäude bisher, versuchen wir mal, ob wir vielleicht eine Stimme aufnehmen können. Autorekorder, stellen wir ein paar Fragen. Ja, stell mich nochmal vor, mein Name ist Edgar Daust. Wie heißt du? Hast du hier damals gearbeitet?
alt bist du? EVP gemacht, war aber nichts drauf. So, wir sind damit heute am Ende unserer Untersuchung angelangt. Hier war wirklich eigentlich nicht viel los gewesen, es war sehr, sehr ruhig. Wir wollen es auch der Vollständigkeit halber trotzdem mitnehmen. Beim nächsten Mal geht es weiter in der Sophienheilstätte. Da haben wir dann noch einen Bereich, den wir noch nicht abgegangen sind. Und dann werfen wir mal unser gesamtes Wissen dazu zusammen, schauen, wo alle Hotspots waren und werden den letzten Video vermehrt an den Stellen dann versuchen, zu schauen, ob wir irgendwas dokumentieren können. Genau. Ja, hier hatten wir wirklich eigentlich gar nichts. Ich habe ab und zu mal drüben bei dem, sag ich jetzt mal, Krematorium oder halt den Sachen, wo man halt was brennt, halt beim Ofen, ne? habe ich so ein Nagerrascheln und so eine Art Nagen gehört. Vielleicht ist da was auf den Kameras, aber das sollte uns eigentlich jetzt nicht so interessieren. Hat ja nicht wirklich was mit Paranormalen zu tun. Genau. Ist halt alles ziemlich zugemüllt. Okay, trotzdem. Ja. Dann sehen wir uns nächstes Mal wieder und das wird bestimmt spannender, bin ich mir sicher. Bis zum nächsten Mal, ne? Ciao. Tschüss. Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchung machen, da ist bestimmt was? Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.